Heute machen wir wieder ein Update mit Banknoten aus aller Welt. Ihr seht schon, ein ganzer Stapel liegt vor uns, unter anderem auch ein paar Scheine aus einer MDM-Sammlung. Und wir starten das Ganze erstmal mit den losen Banknoten. Da haben wir die Komoren mit 1000 Franc. Dann haben wir aus Libyen einen halben Dinar mit einem richtig schönen Motiv, wie ich finde. Dann haben wir Ägypten mit 10 Pfund. Es folgen die zentralafrikanischen Staaten mit 500 Franc. Hier oben erinnert natürlich auch sehr stark an den 500-Euro-Schein. Dann haben wir Algerien zwei Banknoten aus Kirgisistan, 20 und 50 Som. Einmal der 20er und nochmal die Rückseite des 50ers. Dann haben wir aus Uganda eine, wie ich finde, sehr schöne Banknote, 5000 Schilingi. Das sieht doch mal richtig toll aus, diese Farben. Richtig schön kräftig, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir Somaliland mit 1000 Schilling. Von Mauritius haben wir 50 Rupien. Dann haben wir Kambodscha mit 5000 Riel. Den müsste ich jetzt eigentlich so zeigen, aus Venezuela, 20 Bolivares. Da war noch alles gut in Venezuela, noch vor der Hyperinflation. Auch hier ein sehr schönes Motiv wieder. Dann haben wir Costa Rica mit 2000 Colones. Wir haben Kongo mit 50 Franc. Eine wieder sehr farbenfrohe Banknote aus Sambia, 100 Kwacha, hier von 2010. Meine Lieblingsbanknote aus Sambia ist nach wie vor der 50 Kwacha Schein, weil der wirklich farbenfroh ist, ohne Ende, ein sehr kräftiger Rotton, der einem da entgegensticht. Hier dann die Dominikanische Republik mit 100 Pesos. Dann haben wir Nicaragua mit 50 Cordoba. Halt so rum. Eine sehr schöne Gedenkbanknote. Dann haben wir auf den ersten Blick, man könnte meinen, es gehört zu den Vereinigten Staaten, aber nein, es handelt sich um Banknoten aus Liberia, einmal 10 Dollar. Und einmal 20 Dollar. Dann haben wir die Mongolei mit 500 Müngü. Das bisher größte Nominal, was ich da vorweisen kann. Verzeihung, natürlich nicht
Dann haben wir die Mongolei mit 500 Tökrek, meine bisher größte Banknote aus der Mongolei. Wir haben Weißrussland mit 1000 Rubeln. Wir haben Madagaskar mit einem auch wieder sehr farbenfrohen Motiv mit 5000 Francs. Beziehungsweise 1000 Ariary. Hier eine Banknote aus Eritrea, 10 Nakfa von 1997. Wir haben die Seychellen mit 25 Rupien. Und es fällt auf, die ganzen Überseeländer, die ganzen Inselstaaten, alle sehr exotische Motive, schöne Farben dazu, richtig tolle Banknoten, die da ausgegeben werden in aller Welt. 50 Pesos aus Mexiko. Auch hier geht es gleich weiter mit dem, was ich gerade sagte, farbenfroh, exotische Motive. Dann haben wir aus Kuba 5 Pesos. Dann haben wir Chile mit 2000 Pesos. Hier aus Jordanien ein halber Dinar. Dann Serbien mit 10 Dinar. Hier eine Banknote aus Burundi, 20 Francs. Dann haben wir aus Afghanistan auch hier wieder zwei Banknoten. Und das Ganze drehen wir einmal um. Dann aus Südafrika mit 20 Rand noch eine Banknote vor der Serie mit Nelson Mandela. Dann haben wir Indonesien mit 2000 Rupien. Aus Brasilien haben wir 5 Real. Dann haben wir Ruanda. Dürfte auch das größte Nominal sein, was ich da jetzt in der Sammlung habe. Wir haben Myanmar mit 500 Kyat. Auch hier dürfte es sich um das größte Nominal handeln, was ich jetzt in der Sammlung habe. Dann haben wir Äthiopien mit 5 Bier. Und bevor jemand an das alkoholische Getränk denkt, nein, die Währung wird tatsächlich mit I und Doppel-R geschrieben, aber ich würde es trotzdem einfach mal ähnlich betonen. Dann haben wir Guyana, auch wieder sehr schön anzusehen, 100 Dollars. Und hier passt diese alte Schrift sogar mal sehr schön zu dem abgebildeten Gebäude. Aus unserem Nachbarland, aus der Tschechischen Republik, haben wir 100 Kronen. Diesen Schein dürfte ich auch noch nicht in der Sammlung haben, denn es handelt sich hier um eine Banknote etwas neueren Datums
Und zwar noch mal kurz schauen. Achso, nein. Doch, von 1997 die Banknote. Okay. Ich dachte, es wäre ein neuerer Schein, aber nein. Da wurde ich tatsächlich Lügen gestraft. Dann haben wir hier eine Polymerbanknote aus Nigeria. Fässt sich immer noch ein bisschen an wie Spielgeld, sieht trotzdem aber schön aus. Dann haben wir hier Swasiland. Und noch ein paar weitere exotische Banknoten. Und zwar haben wir den Iran. Hier mit 2000 Rial. Dann haben wir Taiwan. Mit 10 Taiwan-Dollar. Wir haben Katar. Hier ein schöner 5-Rial-Schein. Wir haben außerdem Libyen. Hier noch eine schöne Banknote aus diesem Land. Und das müsste genau noch ein halber Dinar sein. Dann haben wir hier Bahrain. Könnte sogar meine erste Banknote aus diesem Land sein. Ein halber Dinar. Und wir haben Saudi-Arabien. Mit einem Rial. Und wenn wir uns jetzt das Ganze hernehmen, dann haben wir hier wieder fast 50 neue Banknoten aus aller Welt. Ein Großteil davon, ich denke mal 95%, könnte es in die Sammlung schaffen. Und ich hoffe erstmal, das Video heute hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!